gehen sie hin, wie dunkle Wetterwolken, die, wenn sie sich entleert, nach Aufgang ziehen. Bertha von Rosenberg bringt die Ohnmächtige in ihr Gemach. Nach wenig Augenblicken komme ich selbst. Beinahe zu viele Sorgfalt, gnädige Frau. Sie selbst ist kaum so schlimm, nur schwachen Geistes und töricht eitel. Das hat sie verführt. Doch ihre Vettern, ihre Anverwandten, der starre Milota, der Geifra Benesch und Savisch, jener schlimmste wohl von allen, mit Reichtum, Macht und Hoffnung auf den Thron, verlockten sie das leicht betörte Kind. Sie waren es, die dieser Ehetrennung mit unermüdlicher Geschäftigkeit und ohne Auftrag fast des Königs trieben. Denn eine ihres Hauses hofften sie zu setzen auf der Böhmenherrscherthron. Die Arme, die jetzt mit dem Wahnsinn ringt. O Ottokar, wie viel nimmst du auf dich? Vergesst nicht, ob der Unbild an der Fremden, der eigenen größeren Unbild, gnädige Frau. O glaubt nicht, dass den König ich entschuldge. Er handelt unrecht, unerlaubt an mir. Und sagen will ich's ihm, trete ich vor ihn. Bin ich nicht jung, ich habe es nie verhehlt. Hat Gram der Züge Reiz mir ausgelöscht? Er sah mich ja, bevor er um mich warb. Seitdem mit diesen Augen ich gesehen im grausen Kerker von Apulien den römischen König Heinrich, meinen Gatten, von nahverwandten Händen liegend tot, und tot die beiden hoffnungsvollen Kleinen, die mein Schoß seitdem verschlossen trug. War Lust ein Fremdling dieser öden Brust, und Lächeln floh entsetzt von meinen Lippen. Was gibt man an als unserer Trennung Grund? Den ersten weiß ich, ich bin kinderlos und ohne Hoffnung, je ein Kind zu säugen, weil ich nicht will, weit mehr noch als nicht kann. Das wusste Ottokar, als er mich freite. Ich sagt ihm's, und er nahm es für genehm, denn auf mein reiches Erb von Österreich war da sein Sinn gestellt und seines Vaters. Was gibt man weiter an als fernern Grund? Verwandt seid ihr in unerlaubtem Grad. Es sind die Fürstenhäuser alle sich verwandt. Auch hat man anfangs dessen nicht erwähnt. Erinnerung kam mit der gelegenen Zeit. Glaubt nicht, dass mich bekümmert, fortzugehen, dass es mir leid tut um des Hofes Ehren. Ich habe diese Krone nicht gesucht. Auf Heimburg saß ich, meines Grams gedenkend, beinahe dem allgemeinen Elend taub. Denn Brand und Raub verwüstete mein Land, der Ungar hier, der Bayer dort, der Böhm, sie hausten mit dem Schwert in Österreich, verderbend meiner Väter schönes Erbe. Da traten vor mir hin auf Heimburgs Schloss die Landesherren und klagten ihre Not. Ein Mittel als das einzige nannten sie, des stärksten Recht durch meines zu verstärken, durch Ottokars Vermählung und die meine mit Böhmen zu vereinen Österreich. Ich sagte nein, gedenkend meines Gatten, der meine Treue mit sich nahm ins Grab. Da führten sie mich auf des Schlosses Söller und zeigten mir das glutversenkte Land, die Felder nackt, die Hütten leer, die Menschen tot. Da wollte ich alles und versprach es ihnen. Sie aber brachten Ottokar zu mir, mir ihn bezeichnend als den künftigen Gatten, und so ward ich sein Weib. Ich hab ihn nie geliebt, doch sorgte ich still für ihn, und wie ich sorgte, fand ein Gefühl sich mir im Innern ein, das allen Schmerz der Liebe kennt, wenn auch nichts von der Liebe Glück. So war's mit uns. Von einem spricht man noch, dass ihr zu Trier nach eures Gatten König Heinrichs Tod nicht mehr euch zu vermählen, feierlich gelobt. Doch ist's Dichtung wohl? Nein, das ist wahr. Es war kein feierlich gelübt, doch hab ich es gelobt und hätte es halten sollen.
Zu Trier lag ich in Gebet vor Gott, und ewige Treu und ewigen Witwenstand gelobt ich meinem Gatten, König Heinrich. Ja, ich gelobt's, und alles Unheil rief ich, wenn ich's je bräche, nieder auf mein Haupt. Das Unheil, merk ich, tut was seines Amtes. Was, gnädige Frau, soll ich dem König melden? Sagt König Ottokar, Herr Graf von Habsburg, das Ganze lege ich ihm auf sein Gewissen. Was er entscheide, das sei mir genehm. Ihr willigt ein? Ich widerspreche nicht. Doch man verlangt zugleich, dass ab ihr tretet das Land von Österreich und das von Steyr, der Babenberger Gut. Ich hab's getan. Doch wahre Schenkung um der Ehe wegen. Der Ehetrennung hebt die Schenkung auf. Ich will sie wiederholen. Auch bedenkt, dass jene Lande Reicheslehen sind, dem Reich erledigt und nicht euch gehört. Soweit mein Recht geht, gebe ich es dahin. Sagt das dem König. Und zugleich, er soll vor Unrecht sorglich sich bewahren, denn auch das kleinste rächt sich. So lebt wohl. Der König kommt. Gerechter Gott, ich will zu stärken mich versuchen durch Gebet.